neuen Vlog mit meinem Bruder nochmal. Also werdet ihr jetzt das letzte Mal wieder sehen erstmal. Heute ist der letzte Tag, also heute ist auch Rückfahrt. Ja. Das ist irgendwie nicht gerade richtig. Rückreise, genau. Genau, also heute ist die Rückreise. Und jetzt machen wir aber gerade nochmal nach Valencia rein, weil wir waren ja in Paterna, wie gesagt. Und diesen Markt, den wir noch besuchen wollten, hat er an dem Tag aber schon leider zu. Weil wir halt Samstag hin wollten. Und da hatte der aber nur bis 15 Uhr oder so, glaube ich, auf. Genau, dann haben wir uns einfach jetzt gesagt, wir fahren einfach jetzt nochmal. Also heute ist Montag. Fahren einfach jetzt nochmal dahin. Gehen nochmal essen, shoppen oder so. Also uns ein bisschen angucken, wie das da ist. Und ja, also so viel Platz in der Kühltasche ist jetzt nicht mehr. Weil dann können wir nur Zeug holen, was nicht so unbedingt gekühlt werden muss. Und genau, und dann geht es eigentlich schon auf den Rückweg. Ich wollte noch was erzählen. Genau, an dem einen Tag, wo, also ich habe ja nur zwei Tage gefolgt. Einmal Barcelona und dann einmal Valencia. Und wir waren ja jetzt eine Woche hier in Valencia. Und wir waren halt noch einen Tag baden. Was dann nochmal richtig gut war. Und wollen wir nochmal? Nee. Nee, gut. Was haben wir denn an dem Tag gemacht, wo wir Sightseeing waren? Genau, da waren wir bei dieser übelst schönen, oh, ich weiß nicht, was ausgesprochen wird, Ciutat Arts, irgendwas. Ich tu das mal irgendwie hier einblenden. Das ist richtig cool. Hab ich schon. Ich will selber machen. Ja, es war irgend so eine Oper plus Aquarium plus es sah einfach mega schön aus und es war so schön und die Kamera, das so schöne. Ich habe überlegt, ob ich eine Bremse oder Gas gebe. Genau, da haben wir richtig schöne Bilder gemacht. Also das ist so ein schöner Spot zum Fotos machen, wirklich. Kann ich nur empfehlen. Und wir wollten da erst gar nicht hinfahren. Wir hatten uns erst noch ein bisschen verfahren wieder mal. Verlaufen. Genau, aber dann hat es richtig gelohnt. Also es war richtig gut. Ja, und dann sind wir dann zurück in die Stadt richtig reingelaufen. Und dann wollten wir, wie gesagt, auf den Food Market. Aber der hatte dann zu. Genau. Und jetzt nehme ich euch mit auf den Food Market.
heute auf dem Markt mitgenommen und der war riesengroß. Aber da muss man halt echt, das ist Born halt wirklich sehr, sehr viele Lebensmittel, sehr viel Fleisch fand ich. Seine Welt. Ja, und dann hatten die noch sehr viele Fruchtstände so und dann gab es ganz viele Smoothies und sehr viel günstiger als bei uns auf jeden Fall. Also haben wir uns auch ein bisschen was gegönnt. Und dann haben wir jetzt diese Spezialität mitgenommen. Ich hab schon wieder vergessen. Diese Spezialität, Salami, feinste Salami. Mhm.